Herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt, weil wir können hier den Moment nicht weiterbauen, jedenfalls nicht, wie ich es gerade vorhabe. Wir gehen nochmal hin, machen STRG Shift nicht, S, Shift S, Browser, neuer Würfel hinzufügen. Gehen wir eben kurz auf GZ 1. Dann werden wir uns dieses hier nehmen, dann machen wir hier. EY-1.8, Enter. Müsste jetzt rein theoretisch, der Würfel ist jetzt hier, nehmen wir uns diesen. Nein, das machen wir rückgängig, liebe Zuschauer. Jetzt fragt euch, warum macht das jetzt rückgängig? Ganz einfach. Und das zeige ich euch jetzt. Hier nehmen wir die Fläche machen. Hier nehme ich GX-1.8. Enter. Jetzt ziehen wir uns dieses hier runter, indem wir GXX nicht machen, indem wir nochmal N machen, GX minus 1, auch nicht minus 5, auch nicht minus 4, minus 4, Enter. Jetzt kontrollieren wir nochmal, wir sind hier an der Kante, wir gehen nochmal hin, jetzt hier GY1, Enter, und sind hier direkt angeschlossen, es passt, sieht gut aus, und werden jetzt eben die Höhe machen, die Höhe sind GZ3, Enter. Z3. Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt ganz klar nicht mitgedacht. Wenn wir hier die Leiter haben, wir brauchen hier noch ein Stück. Wir könnten auch hier eigentlich GZ1. GZ1.2. Dann werden wir hier machen. GY2. Machen wir 2. Hätten wir 4 Meter. Sie
sieht es mit 8 Metern aus? Immer hier die 8 Meter. Das würde aber passen. Dann machen wir hier rein theoretisch nochmal die X. Wir lassen das jetzt erstmal so, liebe Zuschauer. Wir werden es jetzt anders machen. Wir werden jetzt erstmal hingehen, drücken hier L, nehmen wieder P, machen wieder Auswahl und halten dann dieses jetzt hier separat. Separat wieder, dann werden wir hier jetzt hinschreiben PKB Garage, PKB Unterstand, nicht Garage, weil Garage ist es nicht, Unterstand. Dann gehen wir wieder hier auf unseren Edit-Modus, nehmen uns hier diese schöne Linie, drücken wieder Shift-S, Kurse in der Mitte, nehmen uns wieder einen Würfel, machen wieder GZ1, Enter, nehmen uns die Fläche GZ-1.8, Enter. Dann hätten wir dieses hier soweit drin. Wir müssen wieder L machen, GZ, nicht GY1, auch nicht, eigentlich doch 1.9.0.8, Enter. Und dann hätten wir diesen Bereich. Jetzt gehen wir hin, machen G. Und dann müssen wir hier auch mal gucken. Minus 2 haben wir auch nicht. Minus 4 ist zu viel. Minus 3. Wie sieht es aus? Es sieht. Und. Perfekt aus. Jetzt haben wir ja hier einen Abstand von 2 Meter, aber wir wollten hier, im Prinzip müssen wir das so machen, ganz einfach Grund, liebe Zuschauer, wir haben im Obergeschoss ja Abteilungen. Dann gehen wir hier hin. Machen GX 4. Das gefällt mir nicht in 10 Meter. Machen wir GX minus 4. Das minus 4. Wir haben hier 5 Meter. Dann lassen wir das so. Wir gehen jetzt hier hin. Machen hier.
und gehen dann hin und machen eine, das mal wieder eine 2, dann gx 4z0.00 hier Enter, dann machen wir das hier auch. Z0.006, das ist minus 6, Enter. Diese Spielchen machen wir hier auch nochmal. X 0.02 Enter. Jetzt haben wir diesen Bereich. Wir gehen hier hin, nehmen uns nur diese Fläche hier, nur diese Fläche und machen das runter auf GX. Nein, liebe Zuschauer, also das ist jetzt hier nicht GX, das ist zum Beispiel mit E. E3 und dann müssten wir rein theoretisch hier angeschlossen haben, haben wir aber nicht, dann müssen wir mal G0.2 machen, Enter und wie ihr seht, sehen wir hier direkt dran. Dieses machen wir hier auch. Immer auf E3, Enter, E0.2, Enter. Jetzt haben wir diesen Bereich hier. Dieses ist für 42, aber ich bin die ganze Zeit überlegen, liebe Zuschauer, ob wir nicht sogar hingehen und dieses hier eigentlich können wir es so auf 3 Meter machen, das waren 2 Meter, das ist eben tief zu wenig, aber das können wir eben kurz hier ausprobieren. Wir gehen nochmal hin, machen nochmal in E3. Aber E3 könnte auch. Machen wir hier nochmal E3. Dieses machen wir eben kurz alle rückgängig. Ich habe beschlossen, dass wir es anders machen. Wir haben jetzt hier 5 Meter. Wir gehen hin. G minus 2. Was ist das denn jetzt? G minus 2. 3 Meter. Ich tue mal kurz speichern, liebe Zuschauer. Ich muss mal in hier was gucken. Wir haben das gespeichert. Wir gehen eben auf ein anderes Spielstand. Das war's auch für heute wieder. Das klingelt gleich. Ich würde sagen, ich gucke hier rein, gucken mal, schreibe mir die Maße auf. Kurzes Video heute. Und dann wählen wir dieses mal im Korrigieren. Also liebe Zuschauer, dieses Gebäude habe ich so gebaut. Es ist anders gebaut.
Irgendwie ist es das, was ich jetzt hier so irgendwie gemacht habe, ist nicht ganz so perfekt, aber es ist jedenfalls ganz anders. So, jetzt haben wir hier nochmal gucken, wir hier nochmal eben kurz hin, liebe Zuschauer. Das sieht nämlich hier mir so nach 2 Meter aus. Und 2 Meter sind dem tief. So kurz. Gucken. Ja, da haben wir, liebe Zuschauer, 2 Meter gemacht. Also 2 Meter ist für einen Parkplatz zu klein. Könnten wir eigentlich dazu noch so hochsetzen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Gut, wie gesagt, ich gucke hier gerade, das sind 2 Meter. Wir werden wollen mal nicht speichern. Wir haben hier, dann nehmen wir hier die 3 Meter. Müsste eigentlich passen. Wenn 2 Meter nicht ging, also es müsste eigentlich passen, liebe Zuschauer. Dann gehen wir hin, machen dieses hier wieder, machen hier wieder unsere 0,20, haben wir hier noch die Linie, die wir brauchen. Enter. Und dann haben wir hier noch eine Linie, die wir nehmen. Px 0,01. Jetzt haben wir diese Linien, die gehen wieder jetzt hin, nehmen uns hier G3, Enter, kommt jetzt hier E0,2, Enter, gleiches Spielchen machen wir hier auch, E3, Enter, E0,2, Enter. So hätten wir und dieses jetzt hier, wie wir sehen, fertig. Wir haben eins von denen fertig. Jetzt gehen wir hin, machen dieses hier mit E3, Enter, E3, Enter. Jetzt werden wir aber hier wieder uns so eine Linie nehmen, machen diese Linie mit 0,20, weil wir brauchen ja nicht das ganze G, X 0,04, Enter. Nehmen uns dann wieder und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.